Jetzt hast du wieder Luft in der Birne. Neuer Tag, neues Glück. Drosselklappe ist gelöst. Resonator und Luftschlauch ist auch schon draußen. So, man sieht, hier kommt ein bisschen Wasser raus. Und zwar, weil ich hier diesen Schlauch ablesen muss. Der kühlt die Drosselklappe. Da müssen wir gleich einen Schlauch nach oben legen, damit kein Wasser weiter rausläuft. Wäre jetzt nicht so schlimm, weil es nicht so viel ist. Irgendwann hört das auch auf, aber man muss es ja nicht übertreiben. So, man sieht hier schon das schwarze Loch. Und da ist richtig Schmutz drin. Also das ist wirklich abartig. Ich werde jetzt wahrscheinlich die komplette Ansaugbrücke ausbauen und sauber machen. So sieht die Drosselklappe auf der einen Seite aus. Sieht total sauber aus. Würde man gar nicht meinen. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich die schon ein bisschen drehen kann. Also auf der anderen Seite, da ist sie wirklich pechschwarz. Aber die holen wir gleich raus und sieht das nochmal genauer. Und zwar habe ich mir auch noch was geholt. Und zwar ein Kaltreiniger von Nikrin. Oh, der ist speziell für so Maschinenteile. Das will man jetzt hier drauf auch nochmal einwirken lassen und benutzen. Ist zwar ja schon fast sauber, aber ich will trotzdem sehen, was dieses Teil noch schaffen würde, wegkriegen würde. Und ja, das machen wir jetzt. Ich hole jetzt das Teil raus und dann machen wir mal. Das ist das Teil aus dem Schlachtkadillac. Wir haben das jetzt mal noch eingesprüht, nochmal zusätzlich. Auf der anderen Seite auch. Wir lassen das jetzt einwirken. Da steht 5 Minuten. Notfalls nochmal mit einer Bürste ein bisschen nachschmieren. Das machen wir jetzt. Man sieht schon, wie sich das Zeug jetzt langsam braun färbt. Also das nimmt richtig diesen Schmodder auf. Und ich glaube, das wird nochmal ein ganzes Stück sauberer werden, als wie ich das so hingekriegt hätte. Also mit wie ich das bisher sauber gemacht habe. Warten wir einfach noch ein paar Minuten ab und dann schauen wir mal, wie krass das sein wird. Okay, also ein bisschen ist noch was abgegangen. Wie man sehen kann, es glänzt auch ein bisschen mehr. Ist schon nicht schlecht. Auf der anderen Seite sieht es jetzt so aus. Also schon super gut geworden. Ich werde das jetzt noch ein bisschen spülen, weil hier in diesen Ritzen, da komme ich nicht mit dem Finger rein und mit dem Tuch. Aber schon mal prinzipiell echt super geil. Und ich bin gespannt, was für eine Wirkung das jetzt bei dem Dreckigen haben wird. Bei dem der Dreckigen Drosselklappe. Aber dazu muss ich sie erstmal rausholen. Hier haben wir das Teil aus dem Schlachtkadillac. Man sieht hier so ein bisschen Dreck drauf, das ist jetzt nicht so viel. Das probieren wir jetzt aus. Sprühen das nämlich hier auch mal ein bisschen ein und gucken mal, was da abgeht. Und das hier ist das Teil aus dem anderen Cadillac, also aus unserem Fahr-Cadillac. Und man sieht hier, da hat der wohl schon mal irgendwie einen Stein oder so abgekriegt, was eigentlich nicht passieren dürfte, weil man das ja da ja eigentlich ein Luftfilter ist. Aber wir tauschen die zwei jetzt aus. Das Ding sieht sowieso schon ziemlich alt und übel aus. Deswegen machen wir den dann da rein. Okay. Also, das ist die eine Seite, das ist die vordere Seite, wo die Luft hineingeht. Und jetzt pass auf, da wo die andere Seite, da wo die Luft raus hier, sieht so aus. Es ist so schwarz, man erkennt kaum noch Konturen. Ist das heftig. Schaut mal. Boah. Oh, guck mal hier. Das ist richtig, richtig hier. Das ist fast, schaut mal hier, das ist fast ein Zentimeter hier. Das ist richtig, richtig heftig verrußt. Und das ist wirklich krass, weil der Schrott-Cadillac hier, den wir schlachten, ist genauso alt wie der Cadillac. Und das ist wirklich übel, was da so ein krasser Unterschied ist. Also gut, man muss dazu sagen, der ist schon ein bisschen mehr gelaufen, also doppelt so viel, fast dreifach so viel. Also das kann man schon ein bisschen nachvollziehen. Aber das, wenn wir das sauber machen, das wird Wunder bewirken. Und das machen wir jetzt. Ich hab kleines Auerchen. Immer das Gleiche mit dir. Ja. Finger sind halt dann immer da an diesen scharfen Teilen. So, machen wir Pflaster drauf und dann geht's weiter. Soll ich pusten? Ja, machen wir Pusti. Oh, jetzt geht's schon viel besser. Nee, tut nicht weh, aber damit kein Dreck reinkommt. Machst du mir Pflaster drauf? Ja, mache ich. Dankeschön. Oh, dankeschön. Mann, hast du dicke Finger, bei mir geht das einmal rum. Hm. Gut, weiter mit dem Geschehen. Das Zeug ist eingesprüht, schaut euch das mal an. Hier, das war weiß, ja, also wirklich so richtig durchsichtig. Das ist jetzt pechschwarz. Das löst das Zeug so richtig krass auf. Boah, Alter, ist das krass. Schaut euch mal das an hier. Boah. Wahnsinn. Was eine Schicht. Wenn so die Drosselklappe, die Ansaugbrücke aussieht. Boah, schaut euch das mal an. Boah. Boah, was eine Pampe hier. Krass. Ich bin gespannt. Das muss ja ein Wunder bewirken jetzt dann, wenn das wieder alles sauber ist. Machen wir mal weiter. Das da, liebe Freunde,
ist die Ansaugbrücke, also da in den Kanal da rein. Da ist eine Brücke drauf, die zeige ich euch nachher. Dort geht die Luft rein und verteilt sich auf die einzelnen Zylinder, also auf die einzelnen Brennräume. Ich glaube, man sieht es jetzt noch nicht so gut, aber machen wir mal das Nachtsichtgerät an. Mal gucken, ob man ein bisschen besser sieht so. So, und man sieht schon, also ich sehe es noch nicht, weil ich so weit nicht reinkommen kann, aber so. Das ist schon hier richtig fett schwarz da drin. Also da werden wir ein bisschen was zu tun haben. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen, denke ich mal. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen näher rankomme. Das ist schon richtig ölig und schwarz. Müsste eigentlich sauber machbar sein, sauber zu machen. Das ist eigentlich nur so ein Kanal, ja, so ein Plastikkanal. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Man kommt da sehr schwer rein. Man kann das gar nicht anders da, glaube ich, sauber machen, als wie mit irgendwelcher Flüssigkeiten. Es gibt auch einen sogenannten Ansaugbrückenreiniger. Das Blöde ist, der ganze Schmodder wird dann in den Motorraum reingezogen und dann rausgepustet hinten. Dann kommt eine Zeit lang eine schwarze Wolke hinten raus. Aber ich will eigentlich nicht, dass das Zeug in den Motorraum kommt. Das will ich eigentlich nicht. Ich will es lieber per Hand rausholen und danach kann man immer noch überlegen, ob man sowas mal reinkippt. So, dann machen wir mal weiter. So, liebe Freunde, es ist echt viel rausgekommen hier. Schaut mal hier, ganze Schmodder, das Wasser ist fast pechschwarz. Und zwar sieht es jetzt so aus. Okay, so übertrieben jetzt auch nicht, sondern so sieht es jetzt aktuell aus. Es ist echt gut. Ja? Also ich bin jetzt 2 Runden drüber gegangen, habe es dann mit Wasser ausgespült. Also es sieht schon nicht schlecht aus. Wir werden nichtsdestotrotz jetzt den hier benutzen, weil der hier halt jetzt schon einfach auch sauber ist. Ne? Und weniger gelaufen ist von der Laufleistung her. Und halt wie neu aussieht einfach schon. Ne? Und den anderen, den da, den werde ich die Tage nochmal sauber machen. Weil wegschmeißen muss man ihn ja nicht, sondern einfach noch sauber machen, einlagern und irgendwann kann man den gebrauchen. So, da ist die Ansaugbrücke, meine lieben Freunde. Wow, heißer Scheiß. Ja, jetzt die Frage. Ausbauen auf jeden Fall. Aber das Ding wird wahrscheinlich schwarz sein wie nichts anderes. Und wir haben noch so ein Teil. Und zwar hier. Ja, das gute Teil ist aus dem Schlacht-Cadillac. Man sieht, mal Nachtsicht. Er ist auch ein bisschen rusig, aber nicht so heftig. Hallo! Und ja, ist halt die Frage. Ne? Wie man sieht, das ist ein Kasten hier. Das Ding ist halt, man kommt da nicht rein. Ja, man macht da eine Flüssigkeit rein. Aber wenn diese Flüssigkeit drin ist, muss die wirken. Dann muss man es ausspülen, wieder wirken, wieder ausspülen. Das ist wirklich eine ätzende Prozedur. Weil man kommt wirklich einfach nicht vernünftig in dieses Ding rein. Und deswegen bin ich am Überlegen, wie man das am klügsten machen. Ne? Was mega nice ist, ist hier eben kocht für mich. Weil ich so fleißig bin. Voll cool. Was wird das? Ratatouille auf Gnocchi. Boah, das klingt gut. So, ich gehe mal runter ans Auto. Also, ich habe mich jetzt so entschieden, ich lasse die jetzt drin und ich werde da jetzt auch nicht mehr weitermachen. Und zwar ist da unter der Ansaugbrücke eine Dichtung. Diese Dichtung werde ich mir besorgen, weil wenn ich das schon abbaue, dann finde ich, kann ich auch die Dichtung gleich neu machen. Aber ich werde den da jetzt sauber machen, also mit hochnehmen, sauber machen mit der Zeit. Dann habe ich genug Zeit, muss mich jetzt da auch nicht abarbeiten oder so, sondern kann das immer schön einwirken lassen, auswaschen, einwirken, auswaschen. Und dann kann man den nämlich einbauen und der kommt dann raus. Und dann kann man das jetzt so nochmal lassen. Ich meine, die Drosselklappe ist das Wichtigste, weil das ein sehr empfindliches Bauteil ist und da ist einfach wichtig, dass da die Werte immer stimmen. Und deswegen bauen wir das jetzt so wieder zusammen. Meine lieben Leute, es ist nach 6 Uhr, es ist stockdunkel draußen, Xenia hat gekocht, das heißt, es ist fertig. Ich bin jetzt am Auto noch nicht fertig geworden, ich muss noch ein paar Sachen verbinden und so. Aber da es jetzt auch dunkel ist, kann ich euch eigentlich gar nicht mehr so viel zeigen. Wir warten jetzt einfach bis morgen und morgen zeige ich euch dann das fertige Ergebnis. Ich werde jetzt essen und Xenia den Fernseher gucken und dann ist ja auch Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft aber das Like da lassen. Gell, Leo? Und wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Ich hab Hunger.